Für die Fraktion Die Linke hat sich ihre Vorsitzende Frau Wissler zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren in dieser Woche den Landeshaushalt für 2021. Und das ist ja auch immer eine Bestandsaufnahme und eine Debatte über den Kurs der Landesregierung und ihre Prioritätensetzung. Und aktuell erleben wir das Zusammenkommen verschiedener Krisen. Die Corona-Pandemie, die Gesundheit vieler Menschen gefährdet und die sozialen Ungleichheiten weiter verschärft. Die Klimakrise, die sich weiter zuspitzt, und eine wachsende Gefahr von rechts. Und die Politik der Landesregierung muss sich daran messen lassen, ob und welche Antworten sie auf diese Probleme gibt. Über die Corona-Maßnahmen haben wir eben lange diskutiert, und deshalb will ich darauf verzichten, Ihnen noch einmal vollständig darzustellen, was wir in diesem Bereich fordern und welche Maßnahmen wir kritisieren, auch mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit. Fest steht aber, dass die Corona-Krise die sozialen Ungleichheiten verschärft. Corona trifft alle, aber Corona trifft eben nicht alle gleich. Wer vorher schon ein niedriges Einkommen hatte, wer vorher schon keine Ersparnisse oder Schulden hatte, der kommt jetzt kaum über die Runden. Viele Menschen, die in Kurzarbeit leben, können kaum noch ihre Miete bezahlen. Und die Corona-Pandemie wirkt ja wie ein Brennglas und macht die Missstände, die es bereits vorher gab, noch einmal so deutlich sichtbar. Und das sehen wir in den verschiedenen Bereichen, auf dem Arbeitsmarkt, wo sich prekäre Beschäftigung und Niedriglöhne ausgebreitet haben. Wir sehen es auf dem Wohnungsmarkt, wo die Mieten viel zu hoch sind in den Städten und sich viele Normalverdiener und Geringverdiener kaum noch eine Wohnung leisten können. Auch das verschärft sich jetzt natürlich in der Krise. Wir sehen das an den Schulen, wo seit Jahren über den maroden Zustand der Gebäude und über Lehrermangel gesprochen hat, und wir jetzt in dieser Krise merken, wie eklatant das ist und dass es eben nicht funktioniert. Und wir merken es natürlich ganz stark im Gesundheitssystem, beim öffentlichen Gesundheitsdienst, bei den Gesundheitsämtern, aber auch in den Pflegeeinrichtungen und in den Krankenhäusern, dass wir einen Personalnotstand dort haben, auf den seit Jahren hingewiesen wurde. Und deshalb gibt es hier einen Bedarf, und deshalb ist es so dringend notwendig, in die öffentliche Infrastruktur, in die öffentliche Daseinsvorsorge zu investieren. Und deswegen ist es so richtig, dass man sich, auch wenn es jetzt erst einmal nur zeitweise war, in dieser Krise von der schwarzen Null und von der Schuldenbremse verabschiedet hat. Weil mit Kürzungen und schwarzer Null kommt man nicht durch die Krise, und das hat ja auch diese Landesregierung eingesehen. Ja, Sie haben die Schuldenbremse ausgesetzt. Das halten wir für richtig. Deswegen haben wir dem als LINKE auch zugestimmt, weil wir es immer für richtig fanden und immer für falsch fanden, dass es ein Kreditverbot gibt für öffentliche Haushalte. Und undogmatisch, wie wir sind und wie Sie uns kennen, stimmen wir dann eben auch Anträgen der Landesregierung zu, wenn wir sie für sinnvoll und wenn wir sie für richtig halten. Damit haben wir kein Problem. Und das haben wir auch im Bereich des Sondervermögens gemacht. Auch hier haben wir vielen sinnvollen Maßnahmen zugestimmt. Viele Maßnahmen, die wir über Jahre hinweg gefordert haben, dass Investitionen in verschiedene Bereiche erfolgen, dem haben wir zugestimmt. Und deshalb will ich ganz deutlich sagen, wir beurteilen Anträge grundsätzlich nach dem, was drinsteht und nicht, wer sie einbringt. Wir haben immer gesagt, die Schuldenbremse ist ein Problem, die schwarze Null ist ein Problem, weil sie Investitionen erschwert. Und ich will es noch einmal sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die CDU an einer inhaltlichen Frage umfällt. Solange sie in die richtige Richtung fällt, trifft das auf unsere Zustimmung. Aber das Sondervermögen reicht natürlich nicht. Wir brauchen ja dauerhaft Investitionen. Wir brauchen dauerhaft Maßnahmen, die dazu dienen, dass es eine soziale Gerechtigkeit gibt, dass die Menschen, die auf die soziale Infrastruktur doch am allermeisten angewiesen sind, sie auch haben. Und die strukturellen Probleme, die werden in diesem Landeshaushalt leider nicht angepackt. Und natürlich stellt sich auch die Frage, und die ist ja ein paar Mal hier in der Debatte auch aufgeworfen worden,
Wer zahlt denn eigentlich am Ende für diese Krise? Wir reden bundesweit von Summen in dreistelliger Milliardenhöhe. Und es wird ja jetzt schon darüber gestritten, wer es am Ende eigentlich bezahlt. Schon jetzt über die Januarhilfe. Zahlt es der Bund oder was zahlen die Länder? Und ich finde, vielleicht sollten wir mal aufhören, uns über die Frage nur zu streiten, zahlt es der Bund oder zahlt es die Länder, sondern mal die Debatte zu fragen, mal in den Raum zu stellen, warum zahlen das nicht eigentlich mal die Reichen und Vermögen in diesem Land? Die Kosten dürfen doch nicht wieder auf die breiten Teile der Bevölkerung abgewälzt werden. Meine Damen und Herren, es gibt in Hessen zwei Familien, deren Vermögen ist so hoch, dass es die Staatsverschuldung des Landes Hessen beinahe übersteigt. Und die Eigentümerfamilie von BMW bekommt jedes Jahr 1 Milliarde € nur aus ihren Dividenden von BMW-Aktien. 1 Milliarde €. Und das liegt vor allem daran, dass sie in eine Familie geboren sind, dass sie all das eben geerbt haben. Und wenn wir uns anschauen, dass die Reichen und Superreichen auch in der Krise immer reicher werden, und deshalb schlägt DIE LINKE, und da hat ja unsere Bundestagsfraktion ein Gutachten zu gemacht, schlagen wir vor eine einmalige Vermögensabgabe. Es gab so etwas schon mal. Es gab so etwas schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben, es wird vielfach ja gesagt, wir haben die schwerste Krise seit Bestehen der Bundesrepublik. Dann müssen wir eben auch zu Maßnahmen greifen. Und eine Vermögensabgabe, die 0,7% der Bevölkerung betreffen würde. Und die meisten Menschen müssen sich keine Sorgen machen, weil es gibt sollte einen Freibetrag von 2 Millionen € geben. Den haben die wenigsten. Aber deutlich zu machen, dass Menschen mit so großem Vermögen eben auch einen Beitrag leisten müssen, dass diese Krise bewältigt werden kann, weil die Alternative ist, dass es doch wieder die Zahlen, die jetzt sowieso schon riesige Einkommens- und Vermögensverluste in dieser Krise erlitten haben. Und deshalb ist Umverteilung das Gebot der Stunde, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer, und zwar aus zwei Gründen. Erstens brauchen wir mehr Geld für die öffentliche Hand und für die Kosten dieser Krise. Aber es ist auch eine Frage von Demokratie. Und wenn die Ungleichheit in einer Gesellschaft so groß wird, dass die Vermögensunterschiede und die Einkommensunterschiede so groß sind, dann ist das auch eine Gefahr für die Demokratie, und dann ist das auch gefährlich für eine Gesellschaft. Und deshalb ist es eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, auf Umverteilung zu setzen, die hohen Vermögen endlich zur Kasse zu bitten, um die Kosten für diese Krise eben auch tragen zu können, meine Damen und Herren. Schwarz-Grün spricht von Klimaschutz und Verkehrswende. Aber Worte werden das Klima nicht retten, an den Taten soll man sie erkennen. Und in den zurückliegenden Tagen wurden die letzten Baumhäuser im Dannenröder Wald geräumt. Über ein Jahr lang haben Aktive in den Bäumen in den Dannenröder Wald besetzt, um dort für den Erhalt des Waldes und gegen den Weiterbau der A49 zu kämpfen. 85 Hektar, jahrhundertealter, wertvoller Mischwald werden gerodet, Ökosysteme zerstört und ein Trinkwassergebiet gefährdet, um eine Autobahn zu bauen, die mehr Verkehr für die Region bedeuten wird. Im Waldzustandsbericht der grünen Umweltministerin ist nachzulesen, dass der Zustand des hessischen Waldes alarmierend ist. Der Waldschutz müsse intensiviert werden. Schwarz-Grün finanziert aus dem Corona-Sondervermögen Aufforstungsprojekte. Und dann wird wertvoller Wald für Autobahnen, Flughafenausbau und Kiesabbau gerodet. Was für ein Irrsinn. Hier im Landtag wurde häufig das Argument bemüht, die Autobahn werde ja nun mal jetzt seit Jahrzehnten geplant, oder es sei ja jetzt auch zu spät, sie zu verhindern. Das hätte man früher machen müssen. Dabei gibt es ja seit Jahrzehnten Bürgerinitiativen und Widerstand in der Region. Und als der Bau der A49 geplant wurde, waren die meisten Menschen, die in den letzten Jahren auf den Bäumen im Dannenröder Wald saßen, die meisten dieser Menschen waren damals noch nicht einmal geboren. Sie konnten überhaupt sich nicht wehren, sie konnten sich nicht einbringen, aber ihre und die kommenden Generationen werden die Folgen dieser Politik spüren. Und da frage ich mich, wo bleibt an der Stelle eigentlich diese Generationengerechtigkeit, von der an anderer Stelle so gern gesprochen wird? Der Klimawandel ist nicht ferne Zukunft. Er ist längst real. Anfang des Jahres brannten die Wälder Australiens. Dürren nehmen zu.
Gerade gestern war zu lesen, dass der November der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung war. Und was macht man in Hessen? Man rodet einen Wald und baut eine Autobahn. Gegen jede Vernunft und gegen jede klimapolitische Verantwortung. Der Bau dieser Autobahn ist ein Fehler, und man hätte ihn verhindern können, man hätte ihn verhindern müssen. Ja, es gibt Verträge zum Bau dieser Autobahn. Aber es gibt auch internationale Verträge, wie z.B. das Pariser Klimaabkommen. Warum ist es offenbar überhaupt kein Problem, diese Verträge permanent zu brechen? Und ich finde, das haben Carola Rakete und Luisa Neubauer, das haben sie gut auf den Punkt gebracht, wenn sie schreiben, weil einige die Macht haben, zu entscheiden, dass es in Ordnung ist, das Pariser Abkommen zu brechen, nicht aber einen Straßenbauvertrag. Weil es für Entscheider okay ist, die Einhaltung von Biodiversitätsabkommen zu gefährden, nicht aber einen Koalitionsbeschluss. Die entscheidende Feststellung vom Dannenröder Wald ist die, wir werden in den nächsten Jahren immer weiter, immer mehr Verträge brechen müssen. Die Frage ist nur, welche das sein werden und wer die Macht hat, zu entscheiden, welche. Systemfragen halt. Zitat Ende. Und ja, ich glaube, wir müssen entscheiden, welche Verträge wir brechen. Und das ist am Ende eine Frage des politischen Willens und der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Denn Recht und Gesetz sind nichts Statisches. Sie werden von Menschen gemacht, und sie können von Menschen verändert werden. Und wenn geltendes Recht dem Klimaschutz und international vereinbarten Klimazielen im Weg steht, dann müssen diese rechtlichen Grundlagen und dann muss der Bundesverkehrswegeplan geändert werden. Denn mit dem Klima und mit physikalischen Prozessen lässt sich nicht verhandeln. Man kann wissenschaftliche Erkenntnisse verleugnen, die AfD-Fraktion in diesem Haus hat das perfektioniert, aber das setzt die Naturgesetze deshalb ja nicht außer Kraft. Man kann auch aus dem Fenster springen, weil man nicht an die Schwerkraft glaubt, nur wird es die Schwerkraft wenig beeindrucken. Und deshalb ist es notwendig, diese falschen getroffenen Entscheidungen infrage zu stellen und auch bereit zu sein, sie zu korrigieren, wenn es dazu ein größeres Ziel gibt. Und das Ziel muss sein, Einhaltung der internationalen Klimaschutzziele, Einhaltung des Pariser Abkommens und endlich Maßnahmen für den Klimaschutz, meine Damen und Herren. Wer kämpft, kann verlieren. Aber die Grünen kämpfen nicht mehr, sondern sie erklären, warum das, was Sie selber lange gefordert haben, heute nicht umsetzbar sein soll. Statt die Proteste aktiv zu unterstützen und sich positiv darauf zu beziehen, verstecken Sie sich hinter Verwaltungsvorschriften und erklären den Leuten die vermeintlichen Sachzwänge. Und das ist ja nicht nur beim Danni so. Das ist beim Flughafenausbau, bei der Werra-Versalzung, bei der Rodung des Bannwaldes für Kiesabbau an der Sehring. Die Grünen stellen in Hessen den Verkehrsminister und die Umweltministerin. Aber bei der Verkehrswende, bei der Energiewende geht es überhaupt nicht voran. Und manchmal frage ich mich, Herr Minister Al-Wazir, warum wollten Sie eigentlich Verkehrsminister werden, wenn Sie gar nicht umsetzen können, was Sie behaupten, doch eigentlich zu wollen? Und ich will noch einmal einen geschichtlichen Vergleich bemühen. Das Atomendlager in Gorleben, das war entschiedene Sache. Das war gerichtlich durchgeklagt und beschlossen. Es ist den BIs im Wendland und der Anti-AKW-Bewegung zu verdanken, dass dieser Plan nach Jahrzehnten endlich vom Tisch ist, obwohl ja angeblich alles abschließend entschieden war. Oder auch der Hambacher Wald. Dort hatte auch RWE das Recht, den Wald zu roden und weiter Kohle abzubaggern. Der Protest von Ende Gelände, Fridays for Future und vielen anderen hat den politischen Druck so erhöht, dass der Hambi erhalten bleibt. Und das zeigt, Protest lohnt sich und er kann etwas verändern. Und deshalb war auch die Bewegung im Dannenröder Wald nicht vergebens, auch wenn sie die Rodung des Waldes nicht verhindern konnte. Erstens ist die Autobahn noch lange nicht gebaut. Und zweitens werden zukünftige Autobahnprojekte durch diesen anhaltenden Widerstand und die breite öffentliche Wahrnehmung noch schwerer durchzusetzen. Und deswegen kann ich nur sagen, Grüße in den Dannenröder Wald und Respekt an die Aktivistinnen und Aktivisten, die ein Jahr lang dort in den Bäumen saßen, in den Baumhäusern saßen und für den Erhalt dieses Waldes gekämpft haben. System Change, not Climate Change. Das ist das Motto von Fridays for Future. Und Sie haben recht, ohne eine Veränderung der Macht- und Eigentumsstrukturen wird sich Klimaschutz, die Verkehrs- und Energiewende nicht durchsetzen lassen. Man muss bereit sein, sich mit den Konzernen und den Profiteuren anzulegen, die an fossilen Energien und übermotorisierten Autos gut verdienen.
Und natürlich ist das auch immer eine soziale Frage, weil der Kampf um Klimagerechtigkeit und um soziale Gerechtigkeit gehören zusammen. Wir brauchen einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft, eine Verkehrswende, einen massiven Ausbau des ÖPNV und eine konsequente Energiewende. Beim Bundesländer-Ranking erneuerbarer Energien liegt Hessen weit hinten. Ganze 4 Windräder wurden im letzten Jahr in Hessen in Betrieb genommen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, das hätte die FDP auch nicht besser hinbekommen. 4 Windräder. Das ist doch ein Armutszeugnis für einen grünen Minister. Und Herr Minister, vielleicht könnte man ja diese Krise wenigstens mal zum Anlass nehmen, um das Millionengrab Kassel-Calden zu beerdigen. Schon vor der Pandemie hat niemand diesen Regionalflughafen gebraucht. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, dieses kostspielige Projekt zu beenden. Das macht das Klima jetzt nicht wesentlich besser. Da fliegt ja eh nichts. Aber zumindest könnte man ein bisschen Geld einsparen. Zusammengefasst, beim Klimaschutz passiert viel zu wenig. Das ist bei der CDU wenig verwunderlich. Für die Grünen ist es blamabel. Meine Damen und Herren, am 19. Februar wurden in Hanau 9 Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Junge Menschen, die ihren Abend mit Freunden in einer Shisha-Bar verbrachten oder sich am Kiosk etwas zu essen kauften. So wahllos und doch gezielt, weil der Mörder Menschen mit Migrationsgeschichte töten wollte. Die Familien trauern um ihre Kinder, ihre Brüder, ihre Mutter. Das Leid, das den Familien angetan wurde, ist unermesslich. Die Opferfamilien und die Initiative 19. Februar fordern Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Niemand kann wieder gutmachen, was ihnen zugestoßen ist. Aber das Mindeste, wofür wir uns einsetzen können, ist, dass ihre Fragen beantwortet werden, dass die Hintergründe der Tat aufgeklärt werden und dass sie finanzielle Unterstützung erhalten. Wir dürfen diese Familien nicht alleine lassen. Und es müssen Konsequenzen gezogen werden. Nach so vielen rechten Anschlägen, nach der Mordserie des NSU, nach über 200 Toten durch rechte Gewalt seit 1990, fordern die Angehörigen der Opfer, dass Hanau nicht eine weitere Station von vielen sein darf. Hanau muss die Endstation sein. Die Gefahr von rechts wächst, auch in Hessen. Hanau, der Mord an Walter Lübcke, Bechtersbach, rechte Chatgruppen bei der Polizei, Morddrohungen des NSU 2.0. Wer rechte Gewalt und rechten Terror beenden will, muss die rechten Netzwerke erkennen, die Szene konsequent entwaffnen und Rassismus, Antisemitismus und allen anderen Formen der Menschenfeindlichkeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen den Kampf ansagen. Es muss Schluss sein mit dem Gerede von Einzelfällen und Einzeltätern, mit dem unter den Teppich kehren, Verschweigen und Verharmlosen von rechten Vorfällen in Sicherheitsbehörden. Dass der Bundesinnenminister sich nach wie vor weigert, eine Studie zu rassistischen Einstellungen in der Polizei zu machen, ist ein Skandal. Es müsste den hessischen Innenminister aber nicht davon abhalten, eine eigene in Auftrag zu geben. Rassismus in der Gesellschaft und in staatlichen Institutionen muss bekämpft werden. Und die Wut und die Verzweiflung über diesen strukturellen Rassismus sind auch bei der Gedenkfeier in Hanau deutlich geworden. Als Freunde der Getöteten davon erzählten, wie entwürdigend und wie beschämend es ist, immer und immer wieder anlasslos in Polizeikontrollen zu kommen, vor den Augen von Passanten und Nachbarn. Dass Eltern ihren Kindern sagen, dass sie in der Schule mehr arbeiten müssen als andere, weil sie nicht die gleichen Chancen haben. Wie schwierig es ist, mit einem nicht deutschen Namen eine Wohnung zu finden oder auch nur an einem Türsteher einer Diskothek vorbeizukommen. Dass man bei der Polizei oft nicht ernst genommen oder gar verdächtigt wird, wenn man selbst Opfer geworden ist und um Hilfe bittet. Dieses Gefühl, Menschen zweiter Klasse zu sein, nicht dazuzugehören, anders behandelt zu werden, Vorurteilen ausgesetzt zu werden. Und es ist gut, dass es Bewegungen gibt wie Black Lives Matter, die den Protest dagegen auf die Straße bringen und die vor allem diese Erfahrungen in eine breite Öffentlichkeit bringen und sie nicht verschweigen.
Die Diskriminierung bei der Arbeitsplatzsuche, bei Behörden, auf dem Wohnungsmarkt und in den Schulen müssen beseitigt werden. Racial Profiling muss unterbunden werden, und zivilgesellschaftliche Initiativen und Beratungsangebote gegen rechte Gewalt müssen gestärkt, finanziell besser ausgestattet und langfristig gesichert werden. Und ich will nur daran erinnern, dass die Landesregierung im letzten Jahr Geld in die Hand genommen hat, um eine Kampagne gegen Linksextremismus an den Schulen zu machen. Aufgeklärt statt autonom haben sie die genannt. Ich finde, diese unsägliche Gleichsetzung, die immer wieder passiert, zwischen rechts und links, die muss aufhören, weil sie ist dumm. Und sie ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte gefährlich, und sie ist geschichtsvergessen. Wir müssen doch die geistigen Brandstifter benennen. Wer von Messermännern, Kopftuchmädchen und anderen Taugenichtsen spricht, wer Muslime, Migranten und Geflüchtete diffamiert, die deutsche Geschichte relativiert und rassistische Parolen verbreitet, der bereitet den Nährboden für rechte Gewalt. Und umso wichtiger ist eine klare Abgrenzung, eine Brandmauer nach rechts. In diesem Jahr, es war auch im Februar, als in Thüringen ein Ministerpräsident mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD gewählt wurde. Und jetzt folgt in Sachsen-Anhalt der nächste Dammbruch. Die Ankündigung des CDU-Ministerpräsidenten, die Ratifizierung des Rundfunkänderungsstaatsvertrags auszusetzen, ist doch eine Kapitulation vor Rechtsaußen. Und so macht man sich doch zum Steigbügelhalter. Heute ist ein guter Tag für Antidemokraten, und es ist ein schlechter Tag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es ist für alle ein schlechter Tag, die gehofft haben, dass die vielfach beschworene Brandmauer gegen rechts nicht nur eine Floskel bleibt, meine Damen und Herren. Mit einer Partei, deren Vertreter eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern, darf es keine Zusammenarbeit geben, und man darf sich auch nicht von ihr treiben lassen. Und das ist auch kein Sachsen-Anhalt-Problem, sondern das betrifft auch uns. Und alle Demokratinnen und Demokraten sind gefordert, sich dieser Gefahr von rechts entgegenzustellen, in den Parlamenten und außerhalb. Meine Damen und Herren, die schwarz-grüne Landesregierung hat auf keine dieser Krisenphänomene eine adäquate Antwort. In der Corona-Krise agiert sie wenig vorausschauend. Sie wälzt Verantwortung ab, wo sie kann. Sie tut zu wenig gegen die sozialen Verwerfungen infolge der Pandemie. Die sozialen Ungleichheiten verschärfen sich im Bildungsbereich, bei den Mieten und auf dem Arbeitsmarkt. Die Aussetzung der Schuldenbremse und der geplanten Investitionen sind Schritte in die richtige Richtung. Aber wir brauchen eine nachhaltige Abkehr vom Kaputtsparen der öffentlichen Infrastruktur, und wir brauchen eine gerechte Verteilung von Hilfen und Kosten dieser Krise. Beim Thema Klimaschutz geht es nicht voran. Die Emissionen im Verkehr steigen, Flughafen und Autobahnen werden ausgebaut, die Energiewende stockt. Und das ist blamabel für eine Regierung, in der die Grünen den Verkehrsminister und die Umweltministerin stellen. Und im Kampf gegen rechts hat man den Eindruck, es gilt nach wie vor, Transparenz ist der größte Feind der Hessen-CDU. Statt Konsequenzen zu ziehen aus der Geschichte des NSU, statt Konsequenzen zu ziehen aus der Rolle, auch die Behörden gespielt haben, und aufzuklären und Dinge auch offen zu legen, gibt der Innenminister in der Regel nur das zu, was ohnehin schon bekannt ist. Und die Frage, wenn wir uns diese drei Krisenphänomene nebeneinander anschauen, ist ja die Frage, wie kommen wir raus auch aus dieser Corona-Krise? Kommen wir raus mit noch größeren sozialen Verwerfungen, die wir vorher schon hatten? Und da bin ich der Meinung, eigentlich würde doch diese Krise die Chance bieten für mehr gesellschaftliche Solidarität, die wir doch gerade auch im Alltag erleben und die so viele Menschen praktizieren. Eine Chance für mehr Solidarität, für einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft, weil jetzt endlich Investitionen getätigt werden. Und die wollen wir doch nicht tätigen, um an veralteten Technologien festzuhalten, sondern um eben auch Modernisierung der Technologie voranzubringen. Und diese Krise ist Anlass für ein entschiedenes Zusammenstehen gegen alle menschen- und demokratiefeindlichen Ideologien. Und ich finde, in diesem Sinne wäre es notwendig, einen Haushalt zu machen, der eben einen Blick hat auf die Schwächeren in diesem Land, auf die Ärmeren in diesem Land, auf die Menschen, die akut bedroht sind von dieser Krise. Und ich denke, Solidarität ist das Gebot der Stunde. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Wissler. Für die Fraktion der CDU hat sich ihre Vorsitzende, Frau Klaus, zu Wort gemeldet.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man in diesen Tagen im Dezember die Zeitung aufschlägt oder das Fernsehen anmacht, dann werden dort Jahresrückblicke gebracht. Wenn man auf das Jahr schaut, dann war es außergewöhnlich und hart. Und wenn man hier an diesem Pult ein Jahr zurückschaut, dann wird man traurig. Denn genau hier hat vor einem Jahr noch Dr. Thomas Schäfer seinen letzten Haushalt begründet. Persönlich und auch für die CDU-Fraktion will ich an dieser Stelle sagen, dass die Betroffenheit über diesen Tod bei uns allen weiterhin sehr groß ist. Wir denken an ihn und senden aus diesem Plenarsaal auch einen Gruß an seine Familie. In diesem Jahr stand nun häufig an diesem Pult der neue Finanzminister Michael Boddenberg. Und ich finde, er hat die Aufgabe von Anbeginn an herausragend angenommen und sich dieser Herkulesaufgabe mit Fleiß und Engagement gestellt. Namens der CDU-Fraktion sage ich herzlichen Dank für die Arbeit des Ministers, aber auch aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem besonderen Jahr. Mit diesem Haushalt hat Michael Boddenberg nun ein Werk vorgelegt, das den Haushaltsausgleich trotz Corona schafft, und dies bei einem massiven Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 1,5 und 2,5 Milliarden € pro Jahr. Natürlich wird uns das weiter beschäftigen, auch über das Jahr hinweg. Es wird neue Rahmenbedingungen setzen. Wir haben einen erheblichen Mehrbedarf zur Bewältigung der Krise und für notwendige und wichtige Zukunftsinvestitionen. Aber wir haben auch krisenbedingt dauerhaft niedrigere Einnahmen. Deswegen gelten für die nächsten Jahre folgende Leitplanken. Wir müssen besonnen handeln, um geordnet durch die Krise zu führen, und setzen auf moderate und zielgerichtete Investitionen. Dafür haben wir mit unserem Hessische Gute Zukunft Sicherungsgesetz auch einen transparenten Weg eingeschlagen, um diese Planungssicherheit zu geben. Wir haben eben schon wieder darüber diskutiert, wie es sich mit dem Haushalt und der Verfassung verhält. Wir haben wieder darüber diskutiert, wie es sich mit der Schuldenbremse verhält. Wir sagen weiterhin sehr deutlich, unsere Verfassung sieht in Artikel 140 die Schuldenbremse vor, zu der wir auch stehen und weiterhin stehen. Zwei Drittel der Hessinnen und Hessen haben darüber abgestimmt, und natürlich bleibt sie so in der Verfassung, und wir stehen zu ihr. Gleichzeitig sieht sie in Absatz 3 die Ausnahme vor, und zwar in Krisenzeiten. Und wenn wir uns die Debatten des heutigen Tages angucken, wir haben viel über Infiziertenzahlen, Sterberaten, über alles Mögliche haben wir miteinander diskutiert, aber alles hatte Krisenbezug. Und insoweit ist doch außer Frage, dass diese Krise besteht und dass diese Krise genau die Krise im Wortsinne des Artikel 140 Absatz 3 ist. Und diese Möglichkeit lässt eine Ausnahme von der Schuldenbremse zu, und diese haben wir gemacht. Und ich höre auch immer das fundamentale Dagegensein der Opposition, wobei mir das weiterhin auch nicht einleuchtet. In anderen Bundesländern machen Sie genau das Gleiche. Sie haben zum Beispiel mit Ihrem General, jetzt sogar Bundesgeneralsekretär der FDP, haben Sie das Gleiche in Rheinland-Pfalz gemacht. Und Sie, liebe Kollegin Faeser, Sie benennen momentan einen Gutachter für die Klage vorm Staatsgerichtshof, der Ihrem Olaf Scholz einen rechtswidrigen Haushalt beschert hat. Das macht für mich weiterhin keinen Sinn. Für uns macht nur Sinn, dass wir dieses Sondervermögen aufgesetzt haben, um handlungsfähig in dieser Krise zu sein. Und zu diesem Sondervermögen gehört auch ein klarer Konsolidierungsplan, genauso wie auch zu unserem Haushalt. Wir haben deswegen die klare Perspektive und wollen bis 2024 eine schwarze Null im Landeshaushalt erreichen. Wir stehen also auch weiterhin für eine solide Haushaltspolitik und setzen auf intelligente Zukunftsprojekte.
Und, lieber Kollege Rock, wenn Sie eben gesagt haben, um welche Uhrzeit wir uns hier miteinander versammeln, um über den Haushalt zu sprechen, dann kann ich Ihnen sagen, Sie sind genau um 20.15 Uhr dran gewesen. Das ist also ziemlich Primetime, würde ich sagen. Insoweit gibt es da auch keine Kritik. Tatort ist klassische Tatortzeit. Insoweit hätte man das von der Punktlandung gar nicht besser hinkriegen können. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wenn wir an diesem Tag zusammentreten und auf der einen Seite Parlamentsbeteiligung fordern und auch ein Aufklären über die aktuellen Maßnahmen und uns eine Regierungserklärung gegeben wird und diese auch besprechen, dann ist es doch auch klar, dass wir abends ein bisschen später landen. Morgen werden die Einzelpläne dann weiter diskutiert. Insofern greife ich nur einzelne Zukunftsprojekte aus diesem Haushalt auf. Wenn wir über Zukunft reden, dann beginnt das natürlich bei unseren Kindern, weil das sind die, in denen unsere Chancen liegen. Und deswegen unterstreichen wir das im Bildungsbereich. Mit über 6 Milliarden Euro erreicht dieser einen Höchststand. Wir stellen noch einmal 16,5 Millionen Euro für 654 weitere Lehrstellen zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung gerade in der Pandemie bereit. Und vielleicht haben Sie das auch nicht mitbekommen vorhin, aber natürlich unterstützen wir auch weiter in der Nachmittagsbetreuung. Der Pakt für den Ganztag wird daher mit 230 Stellen und 6 Millionen Euro im Schuljahr fortgesetzt. Ein klares Bekenntnis auch dazu. Und Frau Kollegin Faeser, Sie haben in dieser Debatte nochmals gefragt, warum gibt es dann keine Reduzierung bei den Arbeiten oder Stunden oder wie auch immer. Wir haben gesagt, relativ zu Beginn auch dieser Krise, wir wollen für unsere Kinder keinen Corona-Malus. Und daran arbeiten wir hart, und das auch in allen Bereichen. Und wenn ich jetzt zweimal Familien in der Krise gehört habe, sie wurde von Ihnen zitiert und auch vom Kollegen René Rock, wenn Sie es uns nicht glauben mit dem Wechselunterricht, dann zitiere ich jetzt mal auch Familien in der Krise, mit denen wir natürlich in Kontakt sind, mit denen wir im Austausch sind und das sehr eng, weil sie uns wichtig sind. Deswegen, Familien in der Krise sagt in der Pressemitteilung vom 25.11., das ist noch nicht lange her, Präsenzunterricht ist weiterhin das Herz der Schulbildung. Distanz- und Wechselunterricht benachteiligt als erstes diejenigen, die durch Elternhaus oder Herkunft ohnehin schon benachteiligt sind. Insoweit stützt das auch unsere Haltung in dieser Pandemie bei diesen Zahlen, die wir haben. Und insoweit natürlich sind wir in Kontakt mit Familien in der Krise. Ein weiteres Kernprojekt von uns ist die Stärkung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Wie wichtig gesundheitliche Versorgung ist, das haben wir vor diesem Jahr schon gewusst. Trotzdem haben wir es in diesem Jahr noch einmal unmittelbar erfahren. Insoweit führen wir die Landarztquote ein und stocken das Programm für die Gemeindeschwester 2.0 auf und stellen hier zusätzlich 3,4 Millionen Euro bereit. Und wir sind auch sehr froh, dass wir eine Initiative umsetzen, die wir angekündigt haben und die genau auch die Ärmsten der Armen trifft. Das ist nämlich die Einführung des Taubblinden- und Gehörlosengeldes, das wir hiermit im Haushalt 2021 verankert haben. Auch im Gesundheitsbereich sehr wichtig ist das Pandemienetzwerk, in dem sich hessische Universitätsmedizin vernetzen und gemeinsam, und das ist auch hier das schlagende Wort, gemeinsam sich um die Bekämpfung des SARS-CoV-2-Virus und der COVID-19-Erkrankung gemeinsam kümmern, diese erforschen und das koordinieren. Um die Sicherheit in Hessen zu steigern, investieren wir auch weiter. Wir werden 250 Polizeivollzugsstellen und 40 Wachpolizeistellen geschaffen. Zur Bekämpfung der Kinderpornografie stellen wir weitere 4 Millionen Euro bereit.
Insgesamt stellen wir also heute für die Sicherheit 1 Milliarde € mehr zur Verfügung als noch vor 20 Jahren. Und wir erhöhen die Ausbildungskapazitäten der Landesfeuerwehrschule und die Garantiesumme der Feuerwehrschutzsteuer. Und damit bin ich bei unseren Kommunen. Auch die lassen wir mit diesem Haushalt nicht im Regen stehen, sondern unterstützen sie zum einen über das Sondervermögen und mit einem Ausgleich des KFA-Verlustes, damit sie eine verlässliche Planungsgrundlage auch haben. Sie haben eben erwähnt, wieder den Kollegen Scholz, der so viel Kompetenz im kleinen Finger hat wie eigentlich kein anderer. Da drängt sich nur immer die Frage auf, warum er es bei Ihnen nicht als Vorsitzender geschafft hat. Aber zum Thema Scholz und Entschuldung, wieder zum Haushalt. Warum haben wir das Angebot nicht angenommen? Weil wir die Kommunen vorher schon entschuldet hatten. Seit Jahren ist nämlich Hessen Partner der Kommunen mit Programmen wie der Hessenkasse oder dem Schutzschirm. Und da Sie es mir vermutlich wieder nicht glauben, habe ich auch noch einmal zwei Aussagen. Der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sagt, die Hessenkasse ist ein Vorbild, und der kommunale Finanzreport der Bertelsmann Stiftung hat bescheinigt, die Signalwirkung der Hessenkasse ist immens. Das ist unsere Antwort, warum wir dieses Angebot von Herrn Scholz nicht angenommen haben, sondern uns auf den hessischen Weg verlassen haben, den wir frühzeitig begonnen haben und den wir jetzt mit diesem Haushalt und mit diesem Sondervermögen weitergehen. Insgesamt hat sich die Lage in den Kommunen verbessert. Sie haben also pro Kopf die höchsten Steuereinnahmen in ganz Deutschland. Und in den Zeiten der Pandemie helfen wir Ihnen weiter durch die Krise. Und damit komme ich zu einem Punkt, der die Kommunen und auch uns verbindet. Das ist die Herausforderung des digitalen Wandels. Ja, wir haben dazu ein eigenes Ressort geschaffen. Und das ist auch gut so. Und es hat sich bewährt. Und zwar im Länderkompass von ECO, auch da zitiere ich, sind wir auf Platz 1. Es zeigt sich auch bei einem ganz wichtigen Thema, was jeder unmittelbar spürt, bei der Mobilfunkversorgung. So konnten wir es auch in den Zeitungen der letzten Woche lesen. Und ich vermute, es nimmt auch jeder selbst wahr, dass die Funklöcher in Hessen schwinden. Und das können wir auch belegen mit 5 neuen Masten pro Tag, die neu oder umgebaut werden. Das zeigt sich auch weiterhin in der digitalen Schule, wo wir als eigenes Land die Bundesmittel um 25% erhöhen. Und das zeigt sich an vielen anderen Stellen, von der digitalen Ethik bis zur künstlichen Intelligenz. Hessen, meine Damen und Herren, ist in der digitalen Welt nicht nur dank des Clusters der Region Südhessen und der Digitalstadt Darmstadt hervorragend aufgestellt. Und die Krise legt häufig den Fokus auf Krisenthemen. Ich erlaube mir aber zu später Stunde auch noch einmal auf die Chancen des modernen Hessens zu schauen und das vielleicht auch mal als Replik auf die ständig zitierte Zwangsehe und demjenigen oder desjenigen, was wir mal vorgeworfen bekommen, was Resultate auch der Politik der letzten 7 Jahre sind. Ehrlich gesagt habe ich noch das Wortspiel verflixte siebte Jahr bei Ihnen vermisst, Herr René Rock. Sie haben sich immer nur auf die Zwangsehe kapriziert, vielleicht einfach mal fürs nächste Jahr. Aber fast ist es ja rum. Ja, wie gesagt, ich bin es auch. Ich wollte Ihnen nur noch mal eine Floskel zurückgeben. Wir sind ja noch ein bisschen beisammen. Insoweit. Insoweit kommen wir jetzt noch einmal zu den Fakten. Mit 65 Unternehmensgründungen pro 10.000 Erwerbsfähige liegt Frankfurt beim Gründungsklima auf Platz 1, deutlich vor der zweitplatzierten Stadt München. Im deutschen Start-up-Monitor 2020 verzeichnet Hessen den im Jahresvergleich relativ größten Zuwachs. Und mit dem ESOG ist einer der wichtigsten europäischen Raumfahrtstandorte in Südhessen angesiedelt und kümmert sich unter anderem um die Satellitenbewegung der ESA. Auch zum Thema Nachhaltigkeit wurde eben auch mal
angefragt. Wie sieht es denn da aus? Ich nenne nur mal zwei herausragende Projekte. Mit Fulda ist die zweitgrößte Sternstadt der Welt bei uns in Hessen beheimatet. Und das ist eine, die den Kampf gegen die Lichtverschmutzung aufgenommen hat, so weit wie keine andere vergleichbare Stadt in Europa. Auch die nachhaltigste deutsche Kleinstadt liegt mit Eltville in Hessen. Und am 29. November startete Lufthansa Cargo und DB Schenker den weltweit ersten klimaneutralen Frachtflug von Frankfurt aus nach Shanghai. Knapp 10%, kommen wir auch noch mal zur Forschung im Bereich des modernen Hessens, knapp 10% der innerdeutschen Max-Planck-Institute liegen in Hessen, dazu 9 Fraunhofer und 5 Leibniz-Institute. Mit dem GSI liegt eine der weltweit größten Anlagen für physikalische Grundlagenforschung in Darmstadt. Und nun stellt Hessen im Sondervermögen noch einmal 8 Millionen Euro bereit, um im Bereich von Horizon noch stärker auch von europäischen Forschungsmitteln zu partizipieren und sie nach Hessen fließen zu lassen. Das haben wir vorhin auch schon gehört, dass ein Großteil des Corona-Impfstoffs hier in Hessen produziert wird und dass nur eins von zwei Zentren in Deutschland mit dem UKGM neben der Protonen auch die Schwerionenbestrahlung mit Kohlenstoff in Hessen durchgeführt wird. Für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, und das gehört bei uns auch mit dazu, das ist die Kinderschutzambulanz in Frankfurt-Main, die deutschlandweit die einzige ist, die in dieser Form interdisziplinär arbeitet, und die 800.000 € per anno werden hier im Haushalt in die mittelfristige Planung mit aufgenommen. Zum Thema Digitalisierung noch vielleicht auch mal ein Key Fact. Wir haben mit dem DZIX den größten Internetknoten der Welt. Am 3. November wurden so viele Daten übertragen wie noch nie zuvor, so viel wie 2,2 Milliarden beschriebene DIN A4-Seiten pro Sekunde. Und im Bereich der Sicherheit arbeiten wir für smarte IT-Lösungen mit dem Innovation Hub 1110, der in Start-up-Atmosphäre die Mitarbeiter an der Entwicklung innovativer IT-Lösungen partizipieren lässt. Wir haben die ZIT, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft, und Hessen hat hier bundesweit ebenfalls eine Vorreiterrolle eingenommen. Daneben haben wir das Hessen Cyber Competence Center zur Verhinderung von Cyberattacken. Und wenn das zu viel Technik und Digitalisierung jetzt war, hören wir noch einmal mit ein bisschen Lifestyle aus. In Frankfurt findet künftig die Fashion Week statt. Und genau, ja, in Frankfurt, ja, das muss Sie nicht erfreuen, aber vielleicht andere des Hauses freuen sich, dass die Fashion Week in Frankfurt ist. Ich freue mich mit. Und mit der Kronberg Academy beheimatet Hessen eines der wichtigsten musikalischen Zentren der Welt. Meine Damen und Herren, das war viel Vorreiterrolle. Das war viel, viel Ergebnis nach unserer Haushaltsidee und nach unserer Idee der gemeinsamen Zusammenarbeit. Aber Hessen, und das gehört zur Wahrheit dazu, steckt wie alle anderen Länder weiterhin in der Corona-Pandemie, und das ist die aktuelle Herausforderung. Gleichzeitig wollen und müssen wir investieren. Hessen ist modern, und das ist die Chance aus der Krise. Mit diesem Haushalt setzen wir auf innovative Zukunftsprojekte mit einem soliden Grundgerüst. Hessen ist handlungsfähig, auch für die Zukunft, sodass wir schnell und angemessen auf finanzielle Herausforderungen reagieren können. Die Grundvoraussetzung bringt dieser Haushalt mit. Und deswegen lassen Sie mich zum Ende sagen, Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren Staatsminister, Herr Finanzminister, aus Sicht der CDU-Fraktion setzt dieser Haushalt die richtigen Schwerpunkte, um die gemeinsame und erfolgreiche Arbeit dieser Koalition fortzusetzen. Dafür danke ich Ihnen und sage Ihnen für die CDU-Fraktion dafür jede Unterstützung zu. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Klaus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Aussprache zum Einzelplan 02. Wir fahren morgen früh nach Top 59 mit der Beratung der anderen Einzelpläne und der Haushaltsdebatte fort. Die Abstimmungen zum Haushalt finden dann am morgigen Mittwochabend statt.